So, willkommen. Es ist Sonntag. Nee, Samstag. Was ist denn mit der Bitrate los? Ey, da müssen wir mal kurz aufpassen ein bisschen. Muss aber ganz kurz hier einmal irgendwie meine Remote hinkriegen. Das ist nämlich jetzt ganz neu. Scheiße. Habe ich denn das hingekriegt? Irgendwas stimmt da gerade mit meinem Remote-PC gar nicht. Moment. Er hat Chrome aktualisiert, geht ja gar nicht. Ich brauche das Fenster und ich brauche das Producer-Fenster. Wir fangen gleich an. Ich muss kurz die Facebook-Leute noch dazu holen. Denn diese Facebook-Leute sind ganz, ganz wichtig. Und die müssen es jetzt auch geschafft haben. Willkommen am Samstag. Gamescom Live von uns hier von der Messe aus Köln. Und wir machen uns auf den Weg. Hier hat gerade entsprechend Snapdragon stattgefunden, was ich euch gestern bereits erwähnt habe. Das Snapdragon-Event von der ESL. Ich muss einmal ganz kurz, oder lasse ich das so? Mit dem Kabel, dass es einmal rum um mich geht. Naja, gut, okay. Ja, das ist auch nicht geil, aber egal. Ich lasse es so. Kann das aber, nee, ich lasse es so, wie es ist. Bevor wir so wie gestern wieder so ein kleines Problem kriegen mit dem Ton. Heute Samsung-Telefon geht einfach mal in Halle 7. Entweder seid ihr morgen hier entsprechend bei der Bühne, um euch entsprechend das Snapdragon euch anzuschauen. Das Snapdragon-Event. Oder ihr macht es ganz einfach. Ihr schaut es euch im Stream an und ja, habt dann halt keine Vorteile davon, was hier entsprechend passiert. Aber es ist tatsächlich eine wunderschöne Halle, wunderschöne Lichteffekte und nicht nur das, neben der Live-Regie, die hier ist, gibt es auch einen entsprechenden Pokal, den es zu gewinnen gibt. Und passend diesen Pokal, der steht hier vorne an der Bühne. Also darauf sollte man sich auf jeden Fall freuen. So, wir machen weiter. Verbindung verloren. Naja, gut. Guck mal, hier ist so eine kleine Chill-Area. Wahrscheinlich VIP-Lounge. So muss das aussehen. Es muss hier auch mal eine VIP-Lounge geben. So. So. Ich darf gleich wahrscheinlich die Verbindung einmal neu starten. Es ist ja Standard hier auf der Gamescom, dass mein mobiles Netz nicht funktioniert. Beziehungsweise es funktioniert, aber muckt gerne mal ein bisschen rum. So ist das hier wieder heute. Naja. So. Was gibt es denn heute zu sagen, was heute Schönes passiert ist? Heute Schönes passiert gibt es eigentlich nicht wirklich viel. Ich hatte heute eigentlich wirklich einen entspannten Tag gemacht und entsprechend gute Leute getroffen, die entsprechend hier heute waren. Mit denen ein bisschen rumgequatscht und auch ein bisschen was angeschaut. Und das ist auch das, was die Gamescom so ein bisschen ausmacht. Man ist hier auf der Gamescom und man unterhält sich mit Leuten, die man kennt oder die man wirklich Jahr für Jahr hier auf der Gamescom sieht. Und dieses Jahr für Jahr auf der Gamescom sehen, ist wirklich so. Denn wie viele Leute, die hier in Köln sind, sehe ich Jahr für Jahr bei
den gleichen Events. Also ich sehe wirklich zig Leute, die immer wieder bei meinem Pressetermin entweder bei Astragon oder bei Giants sind. Und wenn es nicht die gleichen Leute sind, dann sind es halt die gleichen, ja, Unternehmen kann man auch nicht so, also Unternehmen kann man auch dazu sagen, aber auch entsprechend die Seiten, die tatsächlich mitarbeiten. Denn das haben wir tatsächlich, oder wurde tatsächlich von jemandem auch explizit gesagt bei Astragon. Denn Astragon ist wirklich eines der Publisher, die wirklich auch jeden, also ja, so gut wie jeden, sagt, okay, wir laden ihn gerne mal mit ein. Und da bin ich wirklich glücklich darüber, dass es solche Publisher noch gibt, die tatsächlich das machen, was tatsächlich die Gaming-Szene ausmacht. Ein Spiel zu publizieren, beziehungsweise ein Spiel rauszubringen und zu sagen, komm, du als Creator oder du als Webseite, du kannst jetzt gerne mal dir das Spiel anschauen. Und brauchst uns dafür kein Geld zu zahlen. Dieses Kabel, was hinter meinem Rücken läuft, beziehungsweise was ja 2 Meter lang ist, zur Powerbank geht, ist ein bisschen lang. Naja, gut, okay. So. Ja, wir sind hier einmal so heute unter anderem über den Xbox-Stand drüber gelaufen. Und falls ihr den Livestream, ich weiß, ihr schaut alle die Farming Simulator League. Ich bin zu früh, ich weiß. Hat man über einen Porsche gesprochen. So. Ich bin euch so frei und zeige euch den Porsche noch einmal. Denn darüber war die Rede. Über diesen Porsche, über diesen bunten Porsche. Und explizit zu 75 Jahre Porsche und zu Forza Motorsport ist dieses ganze Ding hier entstanden. Natürlich auch offiziell zugelassen, also das Ding kann tatsächlich auch in der Straße rumfahren. Ist ein bisschen staubig heute. Da muss die Cleaning-Truppe wahrscheinlich einmal heute Abend noch einmal rumgehen, um einmal das Auto ein bisschen sauber zu machen, weil das finde ich ein bisschen zu sehr staubig. So. Und wenn ihr euch überlegt, was kann ich noch so auf der Gamescom machen, wenn ich auf der Gamescom jetzt schon 4 Tage gewesen bin oder vielleicht 3. Tipp von mir, schlendert einfach mal durch die Halle und guckt euch einfach mal irgendwo was an, was tatsächlich sehr interessant ist, ob ihr hier bei Sega einmal kurz wart, ob ihr euch wie nennt man es? Jennas euch anschaut, soll tatsächlich Jennas so irgendwie so ein kleines Shooter-Game sein, wovon ich noch nicht so richtig Ahnung davon habe, was es ist. Ihr könnt auf jeden Fall den QR-Code scannen. Könnt ihr jetzt mal machen. 3, 2, 1. Vielen Dank. Und könnt euch das ganze Spiel auf Steam anschauen. Und wenn ihr euch dann noch denkt, okay, jetzt habe ich mir das angeguckt und was soll ich jetzt damit tun? Ja, ihr wisst, Closed Beta geht dann bald los, 31. August. Und vielleicht seid ihr ja morgen auf der Messe. Könnt euch da gerne anschauen, dann kriegt ihr den Key für die Closed Beta. So schnell kann es gehen, so unkompliziert kann es gehen. Oder ihr registriert euch einfach und wartet darauf, dass ihr einen Key bekommt. Geht natürlich sicherlich auch. Atmosphäre Gamescom, ne? Das ist so, du bist hier im Boulevard und es ist, du hast hier so eine Geräuschkulisse, die ist zum Beispiel, vor allem wenn du so in leere Hallen reinblickst, ne? Weil da wirklich nichts mehr ist, weil Snapdragon gesagt hat, wir sind jetzt fertig. Wir haben 13 Uhr angefangen oder irgendwie so. Ja, so ist das. So, keine Verbindung.
Da ist wohl eine Funkzelle überlastet. Naja, wir kommen sicherlich gleich wieder. Also für die, die das diese aufzeichnen können, habt ihr natürlich keine Verbindungsabbrüche, denn ihr habt ja ein mobiles, also ihr habt ein stabiles Internet zu Hause, hoffe ich. Wenn nicht, wäre das ja wirklich tragisch. Und vor allem. Okay, liebe Leute, ich muss es leider anders machen. Für die, die den Livestream geschaut haben, werden merken, ich war auf einmal weg. Und es ist wirklich so, ich bin wirklich weg. Das System mag sich nicht mit der Kamera verbinden. Entweder ist hier zu viel im 5G-Netz oder keine Ahnung. Das Ganze, was ihr hier seht, ist jetzt im Nachtrag, den ihr jetzt im Nachgang auf jeden Fall sehen könnt. Heißt für mich, ich muss auf jeden Fall eine Schnitze machen. Auf jeden Fall ist hier hinten bei Samsung gerade ordentlich was los. Die Hälfte davon habt ihr nämlich gar nicht mitbekommen, weil ich gerade dann so entsprechend an der Technik gespielt habe. Weil sowas finde ich blöd. Was natürlich dann wirklich blöd ist, wenn du dann etwas machen möchtest, was dann technisch nicht klappt. So, hier passiert auf jeden Fall irgendwas. Okay. Ja, ja, ja. Rito, willst du mein Mic haben? Wir teilen uns das. Okay. Willst du singen oder rappen? Du rappst, dann singe ich. Ich kenne den Text. Gut, ich kenne den Text nicht. Ich bin hier für die Tanzeinlage. Ich möchte jetzt einmal beklatschen. Klatschen. Gut, dann machen wir das jetzt. So, dann. Hören wir jetzt da drüben ein bisschen weniger los. Aber hier ist ein bisschen was zu sehen, wie ich bekomme. Nee, hier ist eine Wand. Da kannst du nur hören. Na ja, gut, okay. Dann ist das so. Thank you.
Thank you.
Ich glaube, es ist schon vorbei. Naja, reicht ja auch, ne? Das bisschen Karaoke hier auf der Gamescom. Mein Gott. Sowas gibt es auch hier. So. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Kommt gut in den neuen Tag. Auch wenn wir nicht mehr live sind. Ich schaue jetzt mal, wo der Fehler gelegen hat. Und dann sehen wir uns heute Abend auch mal wieder zum Gamescom City Festival. Ab circa 21.45 Uhr. Ganz grobe Schätzung. In dem Sinne, bis später und mit diesem schönen Wetter. Es ist schattig draußen, nicht mehr sonnig. Sage ich ciao, tschüss und wir sehen. Ciao, ciao.